Kennt ihr das? Ihr steht vor einem Problem und wisst nicht, wie ihr zu Lösungen kommen sollt. Viele von euch kennen wahrscheinlich klassische Ideenfindungsmethoden wie Brainstorming oder Mindmaps. Doch es gibt auch weit unbekanntere Methoden, die auch Spaß machen. Ich möchte euch heute drei davon vorstellen. Die erste Methode, die ich euch heute vorstellen will, nennt sich Think in Reverse. Bei Think in Reverse braucht man zuallererst eine Problemstellung. Beispielsweise, die Nutzerinnen meiner App brauchen einen sicheren Login, um ihre Daten vor Dritten geschützt zu wissen. Diese Problemstellung wird dann ins Negative verkehrt. Man überlegt sich also, wie man dieses Ziel, diesen sicheren Login, nicht erreicht. Eine Idee könnte dann sein, Passwörter bestehen nur aus 4 Buchstaben. In einem nächsten Schritt geht man dann her und verkehrt diese Ideen wieder in positive Sachen und kommt dann vielleicht auf die Idee, Passwörter müssen mindestens aus 8 Buchstaben bestehen, Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen enthalten. Für kreativeres Brainstorming könnte etwas Zufälligkeit genau das Richtige sein. Hier kommen Storycubes oder Geschichtenwürfel ins Spiel. Storycubes oder Geschichtenwürfel sind Würfel, die anstatt von Zahlen Symbole oder Zeichen auf ihren Seiten haben. Im Normalfall werden diese verwendet, um eben wirklich Geschichten zu erzählen. Doch ihr könnt sie auch als Ideenfindungsmethode einsetzen. Um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn wir wieder den Login hernehmen, könntet ihr euch mit den Storycubes oder Geschichtenwürfeln überlegen, wie ihr euren Login noch sicherer machen könnt. Dafür nehmt ihr beispielsweise 2 Würfel her, würfelt mit diesen und seht, welche Symbole ihr erhalten habt. Vielleicht habt ihr eine Sprechblase und einen Drachen erhalten. Die Sprechblase wird vielleicht als Spracherkennung interpretiert. Der Drache könnte als Wächter eures Portals stehen. Ihr stellt euch nun also vor, ihr habt einen Drachen, der euer Login-Portal beschützt. Wie kommt ihr an diesen nun mit Spracherkennung vorbei? Anstatt eines eingetippten Passworts könnten eure Nutzerinnen ein gesprochenes Passwort verwenden. Damit habt ihr die Stimme der Nutzerinnen als Identifikationsmerkmal und zusätzlich noch das Passwort, das diese verwenden, das im Idealfall einzigartig ist. So habt ihr schon eine einzigartige Login-Methode, die auch noch sicherer ist. Eine andere Methode wäre die Time Capsule. Wie sieht die Zukunft aus? Das ist im Kern die Fragestellung, die hinter dieser Methode steht. Ihr überlegt euch ein Ziel, das ihr erreicht haben wollt. Beispielsweise, in 5 Jahren soll meine App die beliebteste im Store sein. Was muss passiert sein, damit es dazu gekommen ist? Das ist die Fragestellung, die hinter dieser Ideenfindung steckt. Ihr könntet beispielsweise eine App entwickelt haben, die einen besonders sicheren Login hat. Und das ist der Grund, warum sie so beliebt und hoch bewertet im Store ist. Für alle Methoden gilt: Denke wild und frei. Lass dich nicht von negativem Denken eingrenzen. Schreib dir sofort auf, was dir einfällt. Und am wichtigsten, es gibt kein richtig oder falsch in der Ideenfindung. Alles hat seine Berechtigung.